Ich ersuche nun Frau Abgeordnete Schad, Sie um Ihre Wortmeldung. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen, Besucher, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ich habe an den Innenminister eine Anfrage gestellt zum Fall Friedrich F., der im Bezirk Graz Umgebung eine Frau und einen Mann ermordet haben und eine Frau schwer verletzt haben soll. Ich habe eine Anfrage gestellt, vor allem wegen dem rechtsextremen Hintergrund der Person Friedrich F. Leider ist die Anfragebeantwortung für mich nicht ausreichend oder genügend ausgefallen. Die Fragen wurden kaum bis gar nicht beantwortet. Herr Friedrich F. ist im Jahr 2016 bereits zweimal angezeigt worden, weil er mit einem Bus mit der Aufschrift Heil Hitler durch Graz gefahren ist. Auf seiner Homepage wurden Besucher und Besucherinnen mit dem Gruß Heil Hitler begrüßt. Es ist bekannt, dass er im September 2015 an einer Kundgebung der rechtsextremen Partei des Volkes teilgenommen hat. Und er selbst schreibt, dass er immer wieder mit den rechtsextremen Identitären in Kontakt gewesen ist. Man kann also klar festhalten, Herr Friedrich F. hat einen einschlägig rechtsextremen Hintergrund. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann das passieren, dass jemand, der so oft rechtsextrem aufgefallen ist, dass der nicht intensiver beobachtet wird, und deswegen habe ich auch diese Anfrage gestellt. Die Fragen in meiner Anfrage sind leider gar nicht bis nur sehr ausweichend beantwortet worden. Der Fall Friedrich F. verweist für mich aber auf ein viel größeres Problem, nämlich auf die Ausweitung des Rechtsextremismus in Österreich. Ich wollte unter anderem vom Herrn Innenminister wissen, wie viele Personen und Organisationen in Österreich als rechtsextrem eingestuft werden können. Sie haben auch diese Frage nicht nur ausschweifend beantwortet und dazu gesagt, dass Rechtsextremismus in Österreich ja per se nicht verboten ist. Und da ist für mich schon die Wurzel des Problems, nämlich sich hier darauf auf die Position zurückzuziehen, dass Rechtsextremismus kein Straftatbestand ist, zeigt den fehlenden politischen Willen, eine verfassungs- und demokratiefeindliche Ideologie, wie sie der Rechtsextremismus auf jeden Fall darstellt, zu benennen und zu bekämpfen. Sie widersprechen hier auch ganz klar dem Verfassungsschutzbericht aus 2016 vom damaligen Innenminister Sobotka, in dem es ganz klar heißt, dass rechtsextremistische Aktivitäten nach wie vor eine demokratiegefährdende Tatsache in Österreich darstellen. In einer Anfragebeantwortung zum Fall Friedrich F. an das Justizministerium habe ich erfahren, dass bis Ende Oktober 2017 es bereits zu 1052 Beschuldigungen und zu 93 Verurteilungen nach dem Verbotsgesetz gekommen ist. Das ist ein historisch hoher Wert. Und das zeigt auch, wie dringend notwendig es ist, dass wir uns in der Politik aktiv gegen rechtsextreme und demokratiefeindliche Ideologien und Tendenzen einsetzen, dass wir uns dagegen wehren. Ich habe Sie auch in meiner Anfrage gefragt, ob Sie als Innenminister vorhaben, den Rechtsextremismusbericht, der 2002 von der schwarz-blauen Bundesregierung abgeschaffen worden ist, ob Sie diesen wieder einführen wollen. Sie haben diese Frage mit Nein beantwortet und mich auf den Verfassungsschutzbericht verwiesen. Gestern haben wir als Sozialdemokraten einen Antrag im Nationalen Sicherheitsrat eingebracht, der mit den Stimmen von Schwarz und Blau abgelehnt worden ist, gegen die Stimmen der Opposition. Man könnte jetzt fast meinen, Sie verschließen sich per se einem solchen Rechtsextremismusbericht, weil Sie selbst Stargast eines rechten Kongresses in Oberösterreich 2016 gewesen sind. Sie waren Referent beim rechten Kongress der Verteidiger Europas. Dieser Kongress und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden vom Verfassungsschutz beobachtet. Oder verschließen Sie sich diesem Rechtsextremismusbericht aus dem Fall, weil es eine protokollarische Darstellung der sogenannten Einzelfälle Ihrer Partei darstellen würde.
Ich erwähne Einzelfall Nummer 1. FPÖ-Funktionär Andreas Bors konnte sein Bundesratsmandat nicht annehmen, weil ein Foto aufgetaucht ist, das ihn in Hitlergrußpose zeigt. Einzelfall Nummer 2. FPÖ-Gemeinderat Blochberger verschickt eine Grußkarte mit einer Abbildung aus einem NS-Magazin. Einzelfall Nummer 3. Ein Stadtwache-Mitarbeiter aus Wels und ehemaliges FPÖ-Mitglied ist auf einem Foto mit einer Hakenkreuzfahne zu sehen. Einzelfall Nummer 4. Ein FPÖ-Gemeinderat aus Niederösterreich liked ein Lied einer Rechtsrockband auf YouTube. Einzelfall Nummer 5. Ein Salzburger FPÖ-Funktionär fährt mit dem Wunschkennzeichen 88 und wir wissen, dass das ein Code ist für Heil Hitler. Das sind die Einzelfälle, die bekannt geworden sind nach der Nationalratswahl im Oktober 2017. Für eine konkrete Auflistung empfehle ich Ihnen eine Broschüre des Mauthausen-Komitee Österreich, wo Sie 59 weitere Einzelfälle Ihrer Partei wiederfinden. Aber der wohl bekannteste Einzelfall, und der wurde auch heute schon mehrmals angesprochen, das ist die Causa Landbauer. Die aktuelle Debatte rund um dieses abscheuliche antisemitische Lied in dem Liederbuch in der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt, wo Ihr Parteifreund und Spitzenkandidat der FPÖ Niederösterreich zur Landtagswahl bis vor kurzem stellvertretender Vorsitzende war. Ich brauche diesen widerlichen Liedtext hier im Hohen Haus, glaube ich, nicht zu zitieren, um auf den Ernst der Lage hinzuweisen. Er zeigt uns aber ganz klar, ein NS-verherrlichender antisemitischer Text zeigt uns ganz klar die hässliche Fratze deutschnationaler Burschenschaften. Und ich kann und werde auch die ÖVP in diesem Fall Landbauer nicht aus der Verantwortung nehmen. Sie haben, und an der Spitze Ihr Bundeskanzler Sebastian Kurz, Sie haben Verantwortung, weil Sie haben diese Ideologie mit Ihrem Koalitionspartner auf die Regierungsbank gebracht. Sie müssen Stellung beziehen, Sie müssen Ihren Worten Taten folgen lassen. Es braucht eine Konsequenz, es braucht einen Rücktritt von Udo Landbauer. Auch wenn der Herr Bundeskanzler heute angekündigt hat, dass er ein Auflösungsverfahren der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt einleiten will, warum haben Sie dann gestern im Nationalen Sicherheitsrat die präventive Überwachung von Burschenschaften abgelehnt? Besonders verstört bin ich übrigens auch, Herr Innenminister, dass Sie in der Causa Landbauer auf Anfrage gesagt haben, dass Sie keine Ermittlungen gegen Udo Landbauer einleiten wollen. Das ist ein Versuch parteipolitischer Einflussnahme auf die Justiz und ich ersuche Sie und ich fordere Sie auf, hier ganz klar die Objektivität der Justiz zu wahren und sich hier nicht parteipolitisch für Ihren Parteifreund einzusetzen. Ich darf Sie ersuchen, zur Sache zu reden, zu der Anfragebeantwortung und das nicht zu nutzen, um ein ganz anderes. Ist zur Sache, es geht um das Thema Rechtsextremismus und meine Fragen zum Thema Rechtsextremismus wurden in dieser Anfragebeantwortung konsequent nicht beantwortet. Aber ich gebe dem Herrn Innenminister heute eine zweite Chance. Herr Innenminister, ich stelle meine Anfrage heute erneut und ich ersuche Sie wirklich, bitte diese mit aller Ernsthaftigkeit zu beantworten. Rechtsextremismus ist eine demokratiefeindliche Ideologie. Ich werde diese Anfrage einstellen. Bitte legen Sie die Fakten auf den Tisch und weichen Sie nicht vom gemeinsamen antifaschistischen Grundkonsens der Zweiten Republik ab. Dankeschön. Die Frage in Ihrer Anfrage zum Fall Friedrich F. in der Steiermark sei nicht ausreichend beantwortet worden, sagt Sabine Schatz von der SPÖ. Die Anfrage wird daher erneut gestellt. Die vereinzelten Spitzenkandidaten bei der kürzlich erfolgten Landtagswahl in Niederösterreich, Udo Landbauer, fordert sie zum Rücktritt auf. Innenminister Kickl ist jetzt selbst am Wort.